Ey Leute, was geht? Davidson iDesignisch hier. Man hatte mich in letzter Zeit mal gefragt, wie ich denn diese schicke Bildchen hier gemacht habe. Da man mich jetzt nach Tutorials gefragt hat in den Kommentaren, werde ich doch mal ein kleines Tutorialchen daraus machen. Ist kein Hexenwerk, ich habe mir das einfach mal so just for fun irgendwas gemacht. Aber anscheinend hat es euch gefallen. Deswegen als erstes gehen wir hierauf. Erstellen uns einen Öltank. Den Öltank drehen wir uns so, wie wir haben wollen. In dem Fall 90 Grad. Dann ziehen wir uns das Dingchen hier in der Mitte. Seht ihr, ist so ein gelber Punkt. Den nehmen wir uns, ziehen uns ein bisschen länger. Nicht zu viel, aber halt ein bisschen. So, dass er halt gut aussieht für euch. Ja, okay, machen wir so. Dann nehmen wir uns den Außenpunkt. Können wir dann hier verschieben und das heißt, wir können es halt so einen Bobel draus machen. Wollen wir aber nicht, wir wollen es ganz flach haben. Deswegen ziehen wir es nach außen. Und dann kopieren wir uns den ganzen Rotz SDGC, der GV. Nennen das obere Ding mal Kern. Kern und das zweite Ding Hülle. Dann können wir uns den Kern mal kleiner ziehen. Eigentlich wurscht, aber zieht ihn mal kleiner. Dann machen wir aus. Nehmen uns die Hülle hier. Gehen ins Auswahlwerkzeug hier. Drücken dann C. Dann gehen wir ins Pulli-Werkzeug hier rein, dass wir die Dinge auswählen können. Und suchen uns eine Ecke aus, also sprich vorne oder hinten, wo wir anfangen wollen. Und markieren uns erstmal einen Bereich, der uns denn zusagt. Ich hatte das ursprünglich so ein bisschen als Batterie gesehen, aber ihr könnt es machen, wie ihr lustig seid. Deswegen können wir uns mal hier markieren. Einfach gedrückt halten, Maustaste. Okay, ist jetzt ein bisschen viel, deswegen STLG gedrückt halten und dann können wir uns die Dinge rauslöschen, die wir wollen. Ja, so ist okay. Dann wählen wir uns hier in der Seite aus, dann machen wir hier. Haben wir hier jetzt von der Außenseite zwei freigelassen. Fangen wir hier an. Halten wir mal Shift gedrückt, dann können wir mehrere auswählen. Und setzen hier an. Ja, okay, machen wir so. Dann vier da. Dann die andere Seite, 1, 2 auslassen, dritten Anfang. 1, 2, 3, ups. Natürlich ein bisschen versetzt. Das heißt, 1, 2, 3, 4. 1, na, 1, 2, 3, 4. Okay, sieht mir ein bisschen wenig aus. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Okay, ist aber gleich. Egal. Lassen wir 2 aus und versetzt. Oh. Okay, jetzt haben wir dann versetzen wir uns das wieder 2 auslassen. 1, 2, was haben wir da? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, okay, cool, so passt doch. Dann haben wir ausgewählt, dann gehen wir mal auf, wo haben wir es? Extruieren. Extruieren wir mal nach 5. Dann poppt er uns 5 raus. Jetzt wollen wir die halt einfärben. Deswegen gehen wir mal ganz kurz auf Selektion. Selektion einfrieren. Somit, wenn wir jetzt beispielsweise hier was auswählen, dann wieder hier drauf einen Doppelklick, haben wir wieder die ausgewählten markiert. So, jetzt gehen wir mal nach hinten. Also ihr müsst hinten nicht haben, aber ja, warum nicht? Dann gehen wir mal so ein bisschen in die Mitte und wählen uns mal ja, so ein Stückchen raus.
Genauso wie hier einfallen lassen. Ich denke mal hier. Okay, so ist gut. Dann extrudieren wir es auch 5. Jetzt wollen wir es aber ein bisschen nach innen haben. Deswegen machen wir innen extrudieren. Jetzt gucken wir mal, was uns gefällt. Okay, ist ein bisschen too much. Mit STLGZ kommt die wieder zurück. Deswegen machen wir mal 2. Ja, okay, 2 ist perfekt. Dann extrudieren wir es wieder. Diesmal wollen wir es rein haben. Aber keine minus 5, sondern machen wir minus 3. Okay. Ja. Und das speichern wir dann uns auch mal diese Lektion. Wo haben wir es? Selektion einfrieren. Na, super. Kleiner Mist. Ich hatte das beides selektiert gehabt. Das heißt, sowohl was wir hinten gemacht haben, hat er auch vorne gemacht. Das wollten wir nicht haben. Deswegen gehen wir nochmal so weit zurück, dass wir hier bei dem Startpunkt sind. Und jetzt machen wir das nochmal. Gucken wir, dass das hinten nicht angewählt ist. Super, wunderbar. Dann wählen wir es aus. Machen das Ganze nochmal. Jo. Und hier. Und dann hier. Und schwupps. So, dann extrudieren wir das. 5. Innen extrudieren 2, außen extrudieren minus 3, schwupps, ja, wunderbar, und da hat er nichts gemacht. Jetzt können wir dem ganzen Rotz schon mal eine Farbe geben. Also ich hatte mir hier beim Speedart genommen, hier runter auf den Content Browser, hatte dort schon meine Textur gespeichert, deswegen hatte ich da wirklich rausgenommen, weil das halt einfacher war. Allerdings habt ihr das sicherlich nicht, also meine Texturen habt ihr natürlich nicht. Deshalb erstellen wir uns einfach eine neue, sobald er fertig mit Laden ist. Bitte warten. So, hier hatte ich jetzt meine Texturen. Allerdings erstellen wir uns einmal neu. Nehmen wir uns einmal mal ein Weiß und Spiegelung. Ja, machen wir mal 90. So, dass es halt so aussieht wie so Pole halt. Plus und Minuspol. Und den hier können wir auch selber machen. Das heißt, wir Doppelklick auf das Dreieck und dann selektierte die an, dann auch das weiße Ding drauf. So, jetzt machen wir hier mal unsere Stäbchen rein. Das heißt, wir markieren uns einfach mal zwei Dinge, zwei Ebenen, dann gehen wir weiter. Heißt, wir machen immer 3, lassen wir aus und drücken Shift gedrückt und markieren uns das. Gehen wir weiter, wieder 3 und halten Shift gedrückt, markieren uns, gehen wieder weiter, 3
halten Shift gedrückt. Also ihr solltet mindestens wirklich 3 Abstand halten, so wie ich das hier gemacht habe. Weil wenn ihr jetzt mehr habt, also beziehungsweise weniger, das heißt nur 2 beispielsweise, sieht es irgendwie nicht toll aus. Weil das halt dann zu viel wird. So, schubs. Schubs. Erst der G halten und dann könnt ihr es wegmachen. Ups, ich habe hier 2. Machen wir den noch. Up. So, 3. Dann machen wir hier 3. Die 2. Und ich muss sagen, ich hatte hier ein bisschen getrickst, weil ich das nicht 3, sondern 4. Aber es ist ja egal, sieht ja keiner letztendlich. So, jetzt suchen wir uns vorne. Ist hier. Und jetzt wollen wir das mal extrudieren. Das heißt, also könnt ihr einfach mal rumspielen mit Werten, die euch gefallen. Jetzt extrudieren wir das. Extrudieren. Machen wir mal. Na, Quatsch. Nicht plus, sondern minus. Das machen wir 3. Dann in extrudieren 2 dann wieder in extrudieren minus 4 dann wieder in extrudieren machen wir mal 2 wieder extrudieren 4 und jetzt extrudieren wir es wieder. Oh, ne, okay, ich hatte es extrudiert. In extrudieren machen wir jetzt mal 5. Dann extrudieren wir es wieder nach innen. Diesmal machen wir diesmal machen wir plus, allerdings, was machen wir? Plus 5? Nee. Ja, eigentlich ist egal, was im Plus war, das löschen wir eh gleich. Also machen wir 5, dann innen extrudieren machen wir auch diesmal 5. Nee, machen wir 2. Entschuldigung. Und dann löschen wir das raus. So, jetzt hat er überall rausgelöscht, sodass wir innen hohl haben. Also momentan hohl, dass wir nach innen sehen können. Da machen wir den Kern an. Jetzt haben wir das Problem, dass der Kern halt zu klein ist. Das ist kein Problem. Dann ziehen wir uns das Ding einfach mal größer. Gehen hier auf das Objekt, Werkzeug, Verschiebungstool, sag ich mal, wählen uns den Kern an und schieben den einfach ein bisschen größer. Nicht so groß, dass er hier raussteht, sondern so, dass er halt noch drin bleibt. Aber halt, dass man nur den Kern sieht. Jetzt können wir nochmal die, na, wo haben wir es, die Segmente ein bisschen höher stellen. So dass es nicht so eckig aussieht. 20 und Segmente Höhe auch mal 20. Ich denke, so ist okay. Dann machen wir uns eine Textur. Dann machen wir uns eine Farbe. Farbe lassen wir. Ne, Farben machen wir grün. So ein richtiges abgespacedes Grün. Dann machen wir Leuchten rein. Obwohl, ja, leuchten machen wir dann auch die Farbe, die wir wollen, grün. Allerdings haben wir jetzt nur, dass es ganz grün ist. Mir ist gerade was Besseres eingefallen, zwar ist dann was ganz grün. Jetzt, wenn wir auf die Farbe zurückgehen und die Farbe weiß machen, voilà, sehen wir, dass es so von weiß nach grün geht. Dann tun wir noch ein Glühen rein, da das Glühen ein bisschen zu krass ist.
gucken wir mal bei Radius außen 100, dann hat es nicht diesen Kranz. Und gucken wir mal, wie es ausschaut. Dann packen wir den hier rein. Dann machen wir noch eine Textur für die Hülle außenrum. Machen wir jetzt einfach mal einen Grauton. Spiegelung Fresnel. Ja, das nur mal so. Können wir ändern, wie wir wollen. Packen wir drauf. Jetzt allerdings ist es alles grau. Deswegen packen wir das hier vorne ran. So, dann machen wir uns einen Boden. Den Boden ziehen wir uns dann natürlich, wo das Objekt abschließt. Komisch. Warum? Interessant. Rechts, wenn ich dann oben hin tue, naja, egal. Ist ja im Endeffekt dasselbe. Dann macht ihr, dass es halt abgeschlossen ist. Und gibt den Boden dann noch eine Textur. Machen wir mal eine Standardtextur. Die ist da so ein bisschen weiß-gräulich. Eine Spiegelung Fresnel. Fresnel gehen wir rein, machen das Weiß ein bisschen gräulicher. Gehen wir raus, machen dann die Helligkeit. Das Boden ist ja um die, gucken mal, 20. Und bei der Mischstärke auch 20. Und packen die rauf. Dann stellen wir uns ein Licht, ein Spotlight. Wo haben wir ein Spotlight? Drehen wir das Ding und ziehen es dann hoch. Drehen das noch ein bisschen. Na? Ja. Okay, gucken wir mal, wie es ausschaut. Dann, was haben wir dann noch gemacht? Genau, gehen wir ins Licht rein. Gehen auf Shadow Map Soft. Dann bei sichtbares Licht ist volumetrisch. Dann erscheint da so ein Kranz. Dann nehmen wir uns den inneren Bobble und ziehen uns, dass das Objekt verdeckt ist. Weil dann habt ihr wie beim Speed Art dieses nebelartige Glänzen. Damit es jetzt noch ein bisschen weicher wird, die Konturen hier, packen wir das Ganze mal ein Hypernurb rein. Nehmen mal beides, wählen beides aus halt. Und sicher aber gerade. Warum macht das nicht so wie... Ach so, okay. Jetzt halt das. Und bei den Kernen... Auch nochmal rein. Okay, gut. Dann machen wir uns bei den Effekten ein Global Illumination rein und gucken mal, wie es ausschaut. Ah. Allerdings... können wir noch ein anderes Licht machen, damit es noch ein bisschen schöner aussieht. Machen wir ein Lichtchen hier und ziehen wir es hier ungefähr rein, machen es ein bisschen bläulich, hellblau, damit es nicht so kalt aussieht, und machen das ungefähr auf, sagen wir mal, 50. Okay, und dann noch einmal und gucken, wie es ausschaut. Und bis gleich. So, voilà, so sieht es jetzt aus. Mir ist gerade eingefallen, hier haben wir was vergessen. Das können wir noch kurz ausschneiden, das ist ja kein Ding. Weil es sieht ein bisschen leer aus. Zoomen wir mal rein. Tun wir mal das Ding aus dem Hypernet raus, die Hülle.
Und gehen jetzt wieder in unser Werkzeug rein. Zip, selektieren das den inneren Ring. Und extrudieren wir den. Extrudieren auch auf 5. Wie das andere. Sieht ein bisschen zu viel aus. Okay, gut. Dann. Ups, na. Obwohl, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, habe den gelöscht oder nicht. Ist ja euch überlassen letztendlich. Dann. Ja doch, den hatten wir gelöscht, genau, stimmt. Okay, dann löschen wir den einfach mit entfernen. Also das ist grün wegen dem Licht, also nicht wundern. Dann markieren wir uns den nächsten Ring. Den extrudieren wir dann aber. Auf 5. Und ich glaube, wir hatten dann. Wir hatten dann den Ring danach, hatten wir auch nochmal gelöscht. Also, Entschuldigung, wenn es nicht genauso wird wie im Tutorial. Weil ich weiß es einfach nicht mehr. Ups. Und ach ja, und das Ding löschen wir auch. So, ich denke, so ist es jetzt, sollte es jetzt gut sein. Schauen wir mal. Postieren wir uns das. Ah, das Lichtchen ist ein bisschen weiter weg. Na? Achso, ne. Das Licht meine ich nicht, ich meine Spotlight. Drehen wir uns das Ganze noch ein bisschen. Okay, und gucken wir mal, wie es ist jetzt. So, voilà, sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt speichern wir es mal ganz kurz, weil ich habe öfter mal das Problem, dass mein PC abkackt in den letzten Minuten. Deshalb speichern wir es mal ganz kurz ohne Titel. Und ja, jetzt können wir uns das alles mal zum Bleistift kopieren. Markieren wir uns mal. Drücken Alt G. Dann haben wir das in der Gruppe. Können wir es nennen, zum Beispiel Batterie. Und können uns das Ding dann STRGC, STRGV kopieren. Ziehen uns das dann hier mal an die Seite. Und ja, stellen es mal hochkant auf minus 90. So dass es noch am Boden ist. So, wenn man für Teufel spricht, da ist mir gerade abgekackt. Deswegen machen wir das einfach nochmal. Alt G. Naja. Geben wir keinen Namen. Dann. Kopieren wir uns das natürlich erstmal. Nehmen wir uns das Ding. Minus 90. Und ich hoffe, jetzt geht's. Ja. Ups, na. Nehmen wir uns die Ansicht nicht von oben, sondern von der Seite. Nehmen wir mal vorne von mir aus.
Und ziehen es das auf gleiche Höhe ungefähr. Ja. Na, warum hat er das nicht gemacht? Ach so, vorne. Irgendwas stimmt mit deinem Zinnenpapier nicht. Irgendwie macht das keinen Sinn gerade. Egal. Machen wir einfach so, dass es drauf steht. Auf dem Boden. I don't get it. Okay, gut, dann müssen wir das eben machen. Nach Augenmaß. Denk mal, so sollte das okay sein. Können wir uns das noch ein bisschen skalieren? Dip, 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 dip. Ja, packen wir uns das mal ein bisschen weiter hinten und kopieren uns mal den Shader hier und dann machen wir einfach nur das Leuchten auf Blau zum Bleistift. Ja, okay, gucken wir mal. Dann tun wir das Blaue einfach mal darauf klatschen, wo jetzt das Grün ist. Dann wird es blau. Dann kopieren wir uns nochmal und stellen uns das Ding dann hier zum Beispiel, kopieren uns das wieder und machen es mal rot. Öffnen wir wieder, haben wir. Und machen das rot. So, dann suchen wir uns wieder eine passende Stelle aus. Okay. Speichern wir mal. Und dann rennen wir. So, und voilà, so haben wir es jetzt, wie es ausschaut. Sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt könnt ihr halt noch irgendwelche anderen Kleinigkeiten zu editieren, wie los ist halt. Allerdings ist es jetzt so, was ich gemacht habe im Speedart und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was lernen. Und ansonsten sehen wir uns über beim nächsten Tutorial oder nächsten Speedart. Und wenn euch das gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, beziehungsweise ein Abo, wenn ihr noch kein Abonnent seid, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten sage ich mal, haut rein, bis dann und tschüssi.